Herzlich willkommen, liebes Publikum. Das Ballett am Rhein präsentiert Ihnen das Stück A Simple Peace, eine Choreografie von Demis Volpi, die Mitte Oktober 2020 im Opernhaus Düsseldorf uraufgeführt und nun für das Medium Film adaptiert wurde. Ein Take, eine Kamera, die quasi in die Gruppe mit hinein choreografiert wurde, und die Verdoppelung der ursprünglich 8 TänzerInnen im Bühnenraum machen die filmische Fassung von A Simple Peace zu einer ganz neuen und ganz nahen Erfahrung. Inspiration war die Musik der jungen amerikanischen Komponistin Caroline Shaw. Ein viersätziges A Cappella-Stück mit dem Titel Partita for 8 Voices, das 2013 mit dem renommierten Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Kein Wunder, denn die Musik hat etwas, was der zeitgenössischen Musik häufig fehlt. Nämlich ekstatische Freude, Affirmation und eine große Unmittelbarkeit. Man könnte auch sagen, eine zugängliche Musik. Die extreme Sogwirkung wird allerdings immer wieder durch hübsche Merkwürdigkeiten kontrastiert. Mikrotonales Abrutschen, der Einsatz von gesprochenem Text und vor allem experimentelle Stimmeffekte, die jedoch analog erzeugt werden. Die Stimmen singen also nicht nur, sondern sprechen, schreien, murmeln, summen, grunzen, jodeln, vibrieren, seufzen und atmen laut. Stimmen vom Band könnten also lebendiger nicht sein. Hinter dieser farbenreichen Vielfalt der Klangeindrücke steckt eine intensive Beschäftigung mit diversen Techniken, wie beispielsweise dem tuwinischen Obertongesang oder dem geräuschhaften Kehlkopfgesang der kanadischen Inuit. So steht die blanke Schönheit der Melodien und Harmonien neben verspielten Stimmgeräuschen und gesprochenen Texten, die als rhythmisierende Elemente oder Textflächen in die Partitur mit hineinkomponiert sind. Im Vorwort zur Partitur schreibt Caroline Shaw: Partita ist ein einfaches Stück, a simple piece. Das stimmt natürlich nur bedingt. Auch die Kreation von Demis Volpi ist ein ganz und gar nicht simples Stück geworden, sondern eine stark konzeptuell durchdrungene und entschiedene Arbeit, hinter der sich ein beinahe mathematisches System und viele Wochen Proben verbergen. Was Demis Volpi vermeiden wollte, ist eine choreografische Doppelung der überbordenden Qualität und Emotionalität der Musik. Er wollte sie also nicht einfach vertanzen. Stattdessen setzt er ihr etwas streng Formales entgegen, das seine ganz eigene Sinnlichkeit und seinen ganz eigenen Sog entwickelt. Gleichzeitig folgt er bestimmten musikalischen Strukturprinzipien und arbeitet dafür im Dialog mit der Partitur. Es sind besonders die kanonartigen Strukturen, Wiederholungen und Verschiebungen, die Flächen und Muster ergeben. In dieser präzisen Arbeit, die viel Kommunikation zwischen Choreograf, TänzerInnen und Ballettmeister verlangt, muss jede Bewegungsqualität einzeln gesucht und gefunden werden. Nach und nach entsteht so ein Pool von Bewegungsmustern, Material, das durchdekliniert und verarbeitet wird und in streng formal komponierte Bewegungsabfolgen mündet, die miteinander verkettet werden. Eine Bewegung oder Geste wird in Zählzeiten aufgebrochen und wandert wie eine Strömung durch die Gruppe. So wird der Körper durch die Vereinzelung der Bewegung in seine Einzelteile zerlegt, also fast schon ein skulpturaler oder anatomischer Zugang, und gleichzeitig entsteht eine kraftvolle Dynamik innerhalb der Gruppe, die Gemeinschaft herstellt. Jeder der 4 Sätze hat sein Bewegungsmaterial. Während der erste Satz beispielsweise den Fokus auf Oberkörper, Arme und Hände legt, sehen wir im dritten Satz Knie, Hüften, Tendus, Ronde Jambe. Das musikalische Atmen der Musik im dritten Satz wird nicht physisch gemimt oder gedoppelt, sondern durch eine strenge akademische Bewegung der Beine kontrastiert. Es entsteht der Eindruck von beinahe maschineller Arbeit, eine Assoziation, die durch die Kostüme noch verstärkt wird. Die steife und schwere Materialität der hohen Hosen und groben Taschen wird allerdings durch die sichtbaren Nähte und feine netzartige Tops aufgebrochen. Carola Volles hat für die TänzerInnen etwas zwischen Arbeiterkleidung und High Fashion kreiert, inspiriert von Peter Lindbergs schwarz-weißen Modefotografien im industriellen Setting des Ruhrgebiets. Aber wie immer laden wir Sie herzlich dazu ein, selber frei zu assoziieren, und wünschen Ihnen viel Freude beim Zuschauen.